Was ist das für ein Getränk, lieber Heinrich? Das ist ein roséfarbener Cremant mit viel nachdrücklicher Geschmack, etwas ganz Feines. Und aus welcher feierlichen Gelegenheit wird der heute eingeschenkt? Anlässlich der Neueröffnung des Atelier Fasan in der Konstanzer Straße Nummer 3, 10707 Berlin. Ist das die Räumlichkeit, in der wir uns befinden? Genau, in der ich jetzt zu finden bin, wird dieses köstliche Getränk den liebsten unserer Kunden eingeschenkt. Und degustiert, ja? Genau. Kannst du kurz sagen, welcher Tag heute ist? Heute ist der 3. Februar 2024. Und könntest du eine ganz kurze Führung geben? Nur eine ganz kurze Führung? Eine ganz kurze Führung? Okay, beginnen wir hier in unserem Verkaufsraum. Ja. Wir haben hier also die wunderschönen Hemmstoffe von Albini, DJ Anderson, Arcorn und nicht zu vergessen natürlich unseren Klassiker Brennett, der in ganz geringem Umfang noch vorhanden ist. Mhm. Kannst du den Brennett mal kurz zeigen? Ja, ich will mal gucken, ob ich dir einen Brennett zeigen kann. Wo sind die jetzt wieder aufgetaucht? Ja, also das ist ja immer so, wenn man umzieht, entdeckt man viel Neues. Oder ist der schon reserviert für besonders treue Kundschaft? Wahrscheinlich ist der schon reserviert für besonders treue Kunden. Der treue Bonus. Der treue Bonus im weitesten Sinne. Er ist nicht da. Gut, dann zeig mir doch einen anderen Stoff. Ganz kurz einen Stoff rausgegriffen. Ja, dann nehmen wir natürlich mal schon was Exklusives. Ja. Das ist jetzt ein wunderbares Gewebe von dem italienischen Designer Emil Cofrini, ja, der wirklich, ich sag mal, nur ausgewogene, ausgezeichnete, außergewöhnliche Stoffe kreiert und in geringsten Auflagen produziert. Also das ist etwas, das ist ein Schmuckstück, ein Einzelteil, etwas fürs Leben. Ist aus seinem Urlaub zurück. Leider ist Emil Cofrini erst wieder im Juli vor Ort. Also der macht wirklich ein Jahr Urlaub. Na, jetzt fast zwei. Zwei Jahre Urlaub. Ja. Aber wer ein Genie ist, kann sich das leisten. Ja, und es kommt natürlich darauf an, was für Ansprüche man an sich selbst hat. Aber natürlich, das kann man sich leisten. Also er ist jetzt wirklich dann zwei Jahre im Urlaub gewesen. Ja. Und wie vertröstest du dann die Kunden? Ja, gut, ich meine, was der Kunde nicht sieht, vermisst er nicht. Aber ich vermisse ihn natürlich, weil es gleich war, die Distanz so außergewöhnlich ist. Aber aus welcher Faser ist das jetzt? Das ist jetzt seine Kollektion, jetzt muss ich kurz überlegen, seine Kollektion Frühjahr 23. Aber welche Faser? Welcher Faser? Welches Material? Mhm. Seide, Rayon und ich glaube Lurex. Und was kann man daraus machen? Also da könnte man jetzt zum Beispiel einen Morgenmantel machen, man kann daraus, also etwas, was man nicht unmittelbar am Körper trägt, also für ein Hemd ist es jetzt nicht geeignet, für eine Hose auch nicht. Reicht es für einen Morgenmantel? Für einen Morgenmantel reicht es, das wäre zum Beispiel eine gute Idee für einen Morgenmantel oder für einen Sakko. Und ist noch verfügbar. Genau, das ist das letzte Schmuckstückchen von Emil Cofrini. Ich glaube, das ist der Morgenmantel, der mir noch fehlt. Ich glaube auch, Martin. Gekauft. Gut, dann nehmen wir es mal gleich raus. Gut, weiter mit der Tour. Was ist dort zu sehen? Ja, hier sind ja unsere fertigen Anzüge. Mhm. Das ist jetzt... Vielleicht so stellen, dass das Tageslicht... Ja. Also, hier sehen wir Handwerkskunst. Also die Stoffe sind ja theoretisch verfügbar, aber das, was wir exklusiv anbieten, ist halt eben die Handwerkskunst. Alle Nähte hier sind von Hand gemacht. Die Innenverarbeitung ist natürlich unverklebt. Oh, ist das Piacenza? Das ist von Piacenza, ja. Das ist ja wirklich ein ganz toller Weber. Ja, aber wie gesagt, abgesehen von dem Weber, es ist halt eben die Verarbeitung, die hier zählt. Mhm. Das ist das.
Wir wenden für jeden Anzug zwischen 60 und 80 Arbeitsstunden auf. Mhm. Und da schlägt sich natürlich auch im Preis nieder, aber auch ist es einfach von der Qualität übertroffen. Mhm. Ja, das muss man wirklich sagen. Es gibt nichts Besseres. So, demnächst wird mein Anzug auch ausgestellt, bis ich ihn das, dann abnehme. Das glaube ich nicht, den zwänge ich dir auch. Ja, ich habe gerade gesagt, wir haben in jedem Anzug haben wir 60 bis 80 Arbeitsstunden und das ist natürlich etwas, was wirklich außergewöhnlich ist und das ist das, was dieses Teil wirklich exklusiv macht. Naja, ich habe ja einen, den ziehe ich ja auch mal sehr schmeichelnd gerne an. Ja, das ist ein bisschen wie der hier. Ja. Wollen wir gerade noch Führung? Ja. Ja, gerne, gerne. Gerne. Michael, darf ich dir ein Gläschen Cremant anbieten? Ja, gerne. Dankeschön. Die kann sein, dass ich gekleckert habe. Moment, das haben wir gerade noch. Du kannst ja schneiden. Du bist auch herzlich eingeladen zu einem Glas Cremant, wenn Mary dann ein Gläschen zur Verfügung stellt. Ja, bin ich sofort dabei. Also hier ist unser Bereich für unsere liebsten Kunden. Anprobe, vermessen, in Ruhe aussuchen, welchen Anzug man haben möchte, welches Hemd man haben möchte. Das findet also im Prinzip hier statt. Habt ihr auch die Diamond Collection? Die Diamond Collection haben wir auch. Das darf man die kurz zeigen? Ist nicht für jeden zugänglich. Mhm. Aber nur einfach einen kurzen Blick drauf auf die Diamond Collection. Gut. Nur, dass man sie einmal gesehen hat. Ja? Weil das ist schon exquisit, oder? Das ist schon exklusiv. Boah. Das ist sowohl vom Material. Sag mal kurz, was ist das Besondere an der Diamond Collection? Also das Besondere an der Diamond ist halt die Feinfertigkeit des Gewebes, also der Baumwolle. Die extrem, die Diamond beginnt im Prinzip bei 170 und geht bis zu 330. Das ist 330 ist um. 330 ist also eigentlich schon eine echte Zielvorgabe und von allen anderen nicht erreicht. Ja. Das ist diese Seidigkeit des Gewebes natürlich bei dieser Feinfertigkeit und das ist die Strapazierfähigkeit so eines Materials. Und was ist der König in der Diamond Collection, also das beste Stück in der Diamond Collection? Ja, das beste Stück in der Diamond Collection. Der, ich sag mal, Stichwort Vierfach. Das ist natürlich Golden Jubilee. Darauf wollte ich heraus. Was macht den Golden Jubilee so einzigartig? Was ist das Besondere am Golden Jubilee? Bei 330er Garnfeinheit muss man also hoch zwirren und mehrfach zwirren. Aber vierfach gezwirnt ist schon eine besondere Herausforderung. Und bei vierfach gezwirnt dann bei dem Gewicht zu bleiben. Also wir sprechen hier von einem Gewicht von ungefähr 110 Gramm. Bei dieser Feinware vierfach gezwirnt, das erfordert wirklich allerfeinste Baumwolle. Also das ist eine vierfach gezwirnte Baumwolle. Und mit 330er Garn. Und Gewicht ist? Also das Gewicht der Ware ist 114, ganz grob 115 Gramm pro Quadratmeter. Und das ist bei vierfach gezwirnt. Das ist schon eine tolle Leistung. Und das ist einzigartig. Einzigartig. Weltweit. Ja. Weltweit einzigartig. Genau. Gibt es jetzt in unterschiedlichen Qualitäten, also im Oxford, im Weiß und Blau, natürlich dann im Twill und dann auch hier als Poplin. Aber als Poplin halt nur in Weiß. Und das war ein persönliches Projekt von Dr. Silvio Albini. Ja. Genau. Er wollte mal zeigen, was möglich ist, was man Maximum erreichen kann. Und das ist, wie gesagt, jetzt der Raum für die besonders guten Kunden? Genau. Ja. Und was ist dann hier noch zu erwarten? Also hier wird demnächst eine Tür eingebaut. Mhm. Und dann, wenn die Tür eingebaut ist, geht es hier auch weiter mit dem Nähen, was im Moment als Lager, wie ein Lager aussieht. Wird dann aber zu unserem Nähstübchen, in dem wir dann halt eben feinste Hemden und Anzüge für unsere Lieben produzieren.
Aber das ist ja sehr geräumig. Finde ich auch. Ja. Was ist die Erwartung jetzt an das Jahr, an den neuen Standort? Ja, also das erste Mal hoffe ich natürlich, dass uns unsere Kunden erhalten bleiben und mitkommen und bei uns weiterhin zur Seite stehen. Und das andere ist, dass wir Umsatzziele erreichen, die über das, was wir bisher hatten, hinausragen, weil wir auch einfach eine gute Lage haben, wir haben ein tolles Geschäft, wir haben eine gute Atmosphäre in diesem Geschäft. Und ich glaube, dass das alles dazu beitragen wird, dass wir erfolgreich sind. Und ich sehe hier auch Nähmaschinen, wird hier noch vor Ort genäht? Ja, wenn wir die Umzugskartons entsorgt haben, wird hier auch vor Ort gearbeitet. Mhm. Wir sind auch verstärkt, wir bekommen neues Personal jetzt im März. Unsere alten Damen sind, alten in Anführungsstrichen, bisherigen Mitarbeiterinnen sind weiterhin dabei, aber wir bekommen auch noch neues Personal. Wer ist das neue Personal? Das ist ein männlicher Schneider diesmal, seit, ich glaube, das erste Mal in der 70-jährigen Geschichte des Ateliers, dass ein männlicher Schneider dabei ist, aber ist einer der besten in Berlin. Darf man den Namen schon verraten? Nein, noch nicht. Okay, dann wünsche ich viel Erfolg. Dankeschön. Dank.